gerade noch im Gespräch mit meiner Kollegin Denise Deller. Jetzt von den etwas doch stürmischen Rheinauen bei mir in zum Glück windgeschützten Studio. Herzlich willkommen, Oberbürgermeister Sören Link. Schön, dass Sie da sind. Hallo. Ja, Herr Link, es sind noch wenige Tage bis zur Oberbürgermeisterwahl am Wochenende. Wie angespannt sind Sie? Steigt die Anspannung langsam oder wie geht es Ihnen gerade? Ja, natürlich. Es sind noch wenige Tage, man ist angespannt, man fiebert jetzt auf den Wahltag hin. Aber ich bin ganz zuversichtlich, kriege eine Menge positives Feedback. Also angespannt, aber ganz zuversichtlich. Wie sieht das Stresslevel aus? Durch den Wahlkampf sind es wahrscheinlich zu den normalen Terminen jetzt nicht weniger geworden, oder? Nein, ganz im Gegenteil. Wahlkampf bedeutet ja, dass man draußen ist, bei den Menschen, mit vielen spricht. Und das kommt zum normalen Job des Oberbürgermeisters dazu. Also über zu wenig Arbeit kann ich mir nicht beklagen im Moment. Aber das ist auch etwas, was den Job ja so reizvoll macht. Die Gespräche mit den Leuten sind in der Regel sehr, sehr spannend. Und für mich der Reiz des Ganzen. Fairerweise muss man ja auch sagen, Sie sind ja ein bisschen selbst dafür verantwortlich, dass dieses Jahr noch ein bisschen stressiger für Sie geworden ist. Sie haben ja die Oberbürgermeisterwahl vorziehen wollen. Es gab nicht wenig Kritik. Sie haben sich natürlich schon zur Genüge erklärt. Dennoch können Sie die Kritik der anderen Parteien an dieser vorgezogenen OB-Wahl so ein bisschen nachvollziehen, jetzt mit ein bisschen Abstand? Nein, kann ich nicht. Konnte ich auch damals nicht. Es waren über 6 Monate Zeit, sich auf den Wahltermin vorzubereiten. Alle Parteien, die einen Kandidaten aufstellen wollten, haben das auch inzwischen getan, konnten das tun. Wir sparen eine Menge Geld deswegen in Duisburg, mehrere 100.000 €, die können wir woanders sehr sinnvoll gebrauchen. Wir legen Wahlen zusammen, das wird überall immer wieder gefordert und der neue Oberbürgermeister wird sich auf eine sehr, sehr breite Unterstützung der Bevölkerung berufen können, weil er eben aufgrund der hohen Wahlbeteiligung eine hohe Legitimation hat. Ich hoffe natürlich, dass ich das bin. Und insofern ist das schon die richtige Entscheidung gewesen, zu der stehe ich nach wie vor. Die würde ich auch jederzeit wieder treffen. Sie haben ja den Bonus 5 Jahre Amtszeit jetzt in dem Amt Oberbürgermeister. Die anderen Parteien mussten erstmal einen Kandidaten dagegen aufbauen in einem halben Jahr. Das war der hauptsächliche Kritikpunkt. Ist das schon irgendwie ein Nachteil? Können Sie das ein bisschen nachvollziehen? Nein, es ist letztlich das demokratische Geschäft, dass man Bewerber findet, Bewerber entweder sich herausbilden oder Bewerber finden muss. Das muss jede Partei für sich selber verantworten und entscheiden. Fakt ist, alle haben es getan, die es wollten. Und insofern ist das mehr als fair und im Übrigen auch nichts Ungewöhnliches. Wir erleben zum Beispiel im Moment in Niedersachsen, wie schnell manchmal auch Neuwahlen erforderlich sind. Da geht es manchmal um wenige Wochen. Hier hatten wir über ein halbes Jahr Zeit. Das ist eine Nebelkerze, die da geschmissen wird von dem einen oder anderen. Ich glaube, dass alle Parteien die Gelegenheit hatten, einen Kandidaten zu benennen. Jetzt haben wir 6. Und insofern warten wir den 24.09. ab, was die Bürgerinnen und Bürger entscheiden. Wenn wir eben gerade schon bei Vor- und Nachteilen waren, ein gewisser türkischer Staatspräsident hat zum Boykott unter anderem auch Ihrer Partei aufgerufen. Ist das für Sie, merken Sie das vielleicht auch im Wahlkampf, dass das gewissen Einfluss nimmt? Oder wie bewerten Sie jetzt diese Einflussnahme von außen? Also ich führe eine Menge Gespräche auch mit türkischstämmigen Duisburgern. Da spielt das in der Regel keine Rolle und im Übrigen konzentriere ich mich auf den Duisburger Wahlkampf. Wir haben genügend Themen, über die wir reden können, da spielt das keine Rolle. Sie sind ja bekannt dafür, gerne mal die Nähe der Bürgerinnen und Bürger zu suchen. Was glauben Sie, welche Themen aktuell die Bürger hier in unserer Stadt am meisten beschäftigen? Ich habe in den letzten Wochen und Monaten zahlreiche Gespräche geführt mit vielen Bürgerinnen und Bürgern im kleineren Rahmen, im Wohnzimmer, in der Küche, auf der Terrasse, an Infoständen, bei größeren Veranstaltungen. Da haben sich immer einige Themen herauskristallisiert, die offensichtlich alle bewegen. Es ist zunehmend das Thema DOC, das Thema Designer Outlet Center. Es ist das Thema Sicherheit und Sauberkeit. Natürlich geht es den Menschen um Arbeitsplätze in Duisburg, um bezahlbares Wohnen, um die Sanierung unserer Straßen und Schulen. Also insofern, das waren die Themen, die immer mal wiedergekommen sind. Und ich glaube, die bewegen viele Menschen und zwar auch zu Recht, weil das sind die Zukunftsthemen unserer Stadt. Wir wollen mal gucken, ob Sie damit recht haben. Wir haben uns mal in der Innenstadt umgehört und die Leute gebeten, Ihnen mal wirklich konkret Fragen zu stellen, was denn in Zukunft passiert. Da würden wir jetzt einfach mal reingucken, wenn Sie nichts dagegen haben. Wenn die Anwohner so ein bisschen darauf achten, sieht das ganz furchtbar aus. Was bedenken Sie dagegen zu tun?
Ja, es ist so ein bisschen dieselbe Situation, wie in Marxloh jetzt vor kurzem geschildert wurde. Da waren Sie ja auch in einer gewissen Fernsehsendung, da mussten Sie sich zu äußern. Jetzt in Rheinhausen, die Reinlichkeit, was sagen Sie? Also Sicherheit und Sauberkeit sind Themen, die die Menschen bewegen, überall in Duisburg. Ich höre das immer wieder und das kann man relativ kurz beantworten. Sicherheit und Sauberkeit sind mir wichtig. Ich möchte, dass die Menschen sicher und sauber in Duisburg wohnen können. Deswegen haben wir einerseits leistungsstarke Wirtschaftsbetriebe, die sich um die reguläre Reinigung kümmern. Wir bauen die Angebote der Wirtschaftsbetriebe aus. Man kann diverse Müllarten kostenlos auf den Betriebshöfen abgeben. Wir haben eine Aktion Offensive für ein sauberes Duisburg, wo Menschen für ihr Quartier selber Hand anlegen können. Wir haben die 48-Stunden-Dreckweg-Aktion, die über 32.000 Mal schon gelaufen ist, wo Menschen einfach wilde Müllkippen melden können. Das klappt ziemlich gut. Und wir haben natürlich auch in Anführungszeichen die Müll-Sheriffs, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Wirtschaftsbetrieben und vom Ordnungsamt, die in der Stadt unterwegs sind und die versuchen herauszufinden, wer für bestimmte Müllkippen verantwortlich ist und diejenigen dann auch zur Rechenschaft ziehen. All das macht deutlich, wir kümmern uns drum. Aber es ist natürlich auch so, dass der Umgang mit Müll ein Stück weit auch ein gesellschaftliches Phänomen ist. Und da kann ich nur an alle appellieren, auch ihrerseits einen Beitrag zu leisten, indem sie beispielsweise Müllkippen melden oder Müllverursacher melden, damit wir es einfacher haben, ein sicheres und ein sauberes Duisburg auch gemeinsam zu schaffen. Sehr schön. Wir machen direkt weiter, würde ich sagen, mit der zweiten Frage. Tja, gebe ich direkt so weiter. Das hoffe ich sehr, dass sich daran was ändert. Es ist letztlich so, dass die Zuweisung von Lehrern, die Versorgung mit Lehrern Landessache ist. Und ich hoffe, dass die neu gewählte Landesregierung das tatsächlich jetzt löst. Wir haben den gleichen Anspruch auf eine vernünftige Lehrerversorgung wie jede andere Stadt in Nordrhein-Westfalen auch. Und wenn die Lehrer warum auch immer nicht in ausreichender Zahl hier in Duisburg vorhanden sind, dann müssen landesweit die entsprechenden Regelungen getroffen werden. Wir machen uns dafür seit Monaten und Jahren stark, aber es ist wie gesagt eine Landesaufgabe und wir sorgen dafür, dass der Schulraum attraktiv wird, dass die Voraussetzungen für guten Unterricht geschaffen werden, dass ausreichend Lehrer da sind. Das ist Aufgabe von Landesregierung und Bezirksregierung. Wir machen direkt weiter mit Frage Nummer 3. Ja, die Stauereien nerven. Was tun Sie? Ja, man muss fairerweise sagen, dass wir in Deutschland über Jahrzehnte von der Substanz gelebt haben. Wir haben viel zu wenig Geld überall, nicht nur in Duisburg, in unsere Straßen, Brücken, Schleusen, Schienen investiert. Und das merkt man irgendwann mal. Entsprechend marode sind sie nämlich. Und deswegen ist es gut, dass jetzt mit frischem Geld von Berlin, von Düsseldorf, aber auch in unserer Stadt dieses Problem angegangen wird. Also wir werden in einigen Jahren eine deutlich bessere Infrastruktur haben, weil wir jetzt endlich in Straßen, Brücken, Schienen, Schleusen investieren können. Deswegen wird es auch noch eine Zeit lang mit den Baustellen so weitergehen. Was wir jetzt brauchen, sind nicht weniger, sondern mehr Baustellen. Und was wir jetzt brauchen, ist ein besseres Baustellenmanagementsystem, damit die Leute eben nicht in unnützen Baustellen oder in parallel laufenden Baustellen, wenn man es vermeiden kann, stehen, sondern da, wo wirklich Not ist, dringend, da, wo der Bedarf ist, gebaut wird, eine entsprechende Baustelle da ist, aber ansonsten eben nicht. Also wir brauchen diese Baustellen. Es ist gut, dass wir in Straßen investieren können. Und deswegen wird das auch noch eine Zeit lang so weitergehen. Gut, eine Frage haben wir noch, dann hätten wir es. Frage Nummer 4. Ja, schönen guten Tag, Herr Oberbürgermeister Link. Ich wollte Sie fragen, warum Sie trotz der negativen Erfahrungen in der Oberhausener Marktstraße unbedingt das DOC in unserer schönen Stadt durchführen. Tja, ein Thema, das die Leute auch natürlich sehr beschäftigt, DOC. Erstmal finde ich es gut, dass die Bürgerinnen und Bürger das selber entscheiden können. Hier wird nichts durchgedrückt, sondern die Bürger haben es in der Hand, ob ein DOC, ein Designer Audit Center in Duisburg kommen soll oder nicht. Ich persönlich habe da eine Meinung zu. Ich glaube, das ist eine Chance für unsere Stadt auf neue Kaufkraft, auf neue Arbeitsplätze, neue Steuereinnahmen. Das könnte Duisburg gut tun, deswegen werde ich mit Nein stimmen.
Man muss fairerweise sagen, dass das, was in anderen Städten gerne so als Beispiel herangeführt wird, nicht eins zu eins auf Duisburg übertragen werden kann. Wir wollen nicht einfach die Innenstadt neu erschaffen, neben der Innenstadt auf dem Gelände des alten Güterbahnhofs, sondern es sollen hochwertige Waren angeboten werden, Waren, Marken, die es derzeit nicht in Duisburg gibt. Deswegen könnte das sehr gut passen. Deswegen glaube ich, ist es eine Chance und es verdient, weiter geprüft zu werden. Und genau an diesem Punkt sind wir jetzt. Und wenn die Bürgerinnen und Bürger ebenfalls Nein ankreuzen, dann werden wir weiter prüfen. Wenn sie Ja ankreuzen und damit das Designer Outlet Center in Duisburg verhindern, ist das völlig in Ordnung. Und dann müssen wir uns halt eine neue Nutzung für dieses Gelände ausdenken. Wir sind leider am Ende unserer Zeit. Ich denke, wir haben ein paar wichtige Themen ansprechen können und Sie die hoffentlich zur Zufriedenheit der Beteiligten beantworten können. Herr Link, ganz vielen Dank, dass Sie heute da waren und viel Erfolg dann für den 24. Herzlichen Dank. Liebe Zuschauer, wir machen jetzt eine kurze Werbeunterbrechung. Danach geht es hier weiter bei Studio 47 Live.